Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Bed Wars. Und wir spielen wahrscheinlich die krasseste Map, die es auf dem Gommel-Server zurzeit gibt. Und zwar Dragons. In der Größe 8x4. Das heißt, wir haben einfach 32 Spieler auf dieser Map. Und auf den ersten Blick sieht diese Map einfach nur krass aus. Und ich bin gerade ziemlich geflasht von der Größe dieser Map. Und ja, das muss ich schon sagen, ist eine starke Sache. Also Leute, das sollte jetzt die 106. Folge sein, da ich ja alle schön nacheinander hier vorstelle. Die Kiste habe ich da an den unnötigsten Platz der Welt gesetzt. Die werde ich erstmal umplatzieren. Wenn ihr übrigens euch noch an den Bergerei-Berke erinnert, den fand ich, der fand mich anscheinend auch als guten Teammate. Und hat sich dann, hat sich dann einfach mal gedacht, dass er mich in eine Party einlädt und wir zusammen in die nächste Runde gehen. Habe ich ausnahmsweise mal gemacht, mache ich ja normalerweise nicht, aber ja, jetzt um die neuen Maps auszuprobieren. Ich dachte, wir spielen auch noch eine Zweier-Map, aber dann sind wir hier in die Vierer gegangen, also hätte ich eigentlich auch gar nicht gebraucht. Aber er war ja auch ein guter Mate, also man muss ihm das auch lassen. So, wir versuchen hier erstmal pink zu machen. Moment, ich check jetzt erstmal unser Bett ganz kurz aus. Erst einmal kurz gucken, ein bisschen hier in Sicherheit wiegen und kurz vorbeigucken, wo denn unser liebliches Bett sich befindet. Anscheinend hier hinter, alles klar. Dann holen wir uns eine Spitzhacke. So, okay, unsere Blauen machen das da hinten schon, denke ich. Ich bin einfach mal nicht dabei bei dem Einsatz hier. Okay, sie machen es doch nicht. Aber egal, juckt ja auch keinen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Da war ich gerade echt ein bisschen überrascht, als ich auf einmal gesehen habe, eine 8x4er-Map. Ich hätte nicht gedacht, dass die eine neue Größe da reinmachen. Muss aber ehrlich sagen, finde ich ziemlich nice, weil, ja, ist einfach stark, finde ich. So, so macht man das, Leute. East get wrecked. Einer tot. Okay, den anderen habe ich leider nicht mehr bekommen. Der hätte einen Schlag gebraucht. Finde ich ziemlich gemein von ihm, dass er mir sowas antut hier. Die hätten ihr Bett natürlich auch noch nicht eingebaut, was ein dicker Fehler war. Und hier auf dieser Map kann man das Bett ziemlich krass einbauen, merke ich gerade. Das heißt, wir gönnen uns hier erstmal das und dann warten wir mal auf ein bisschen Eisen hier. So, für Kisten. Und dann kann man das hier schon ziemlich krass machen, denke ich. So, wir ersetzen erstmal ein bisschen hier hin. Achso, die Map heißt Dragons, genau. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt sie so. So, das ersetzen wir hier erstmal ein wenig. Zack, Team Pink wurde auch schon vernichtet. Das heißt, unser erster Nachbar ist weg vom Fenster, meine Freunde. Ja, die Map ist so riesig, man kann hier nicht von einem Ende zum anderen gucken. Das ist einfach nicht machbar. Wo kann ich die jetzt verbinden? Hier. Das ist immer so eine komplizierte Sache. Dann kommt jetzt wieder hier kurz der tricky part. Ja, einfach mal da hinsetzen, ne? Warum nicht? So, dann gönnen wir uns hier mal zwei Gold für Ender Chests. Die war dann, ach komm, man muss sich auch mal was gönnen, ne? Meine Damen und Herren. So, wir können uns hier natürlich jetzt auch noch von Eisen Kisten für die Ränder kaufen. Damit halt so schnell einfach keiner durchkommt. Zack. Zack, zack. So, man kann nie wissen. Ich denke, es ist immer besser, ein gut eingebautes Bett zu haben. Kaufen wir uns noch eine hiervon und noch eine davon. Die platzieren wir dann hier und da. Wir investieren schon ganz schön viel Gold ins Bett, merke ich gerade. Aber, ja. Was soll's. Digga! So. Er schreibt Skype. Ja, ich bin leider in der Aufnahme, Kollege. Also, ist gerade nicht machbar hier für mich, zu skypen. Hoho, das Bett wird dick, Leute. Das Bett wird dick. Oh, er hat das Spiel verlassen. Er ist anscheinend vom Server geflogen oder so. Das ist nicht so stark, muss ich sagen. So ein scheiß Teammate. Nein, natürlich nicht. Konnte ja nichts für, hoffe ich mal.
So, und noch eine Kiste. Dann sollte unser Bett erstmal ein wenig aufsehen. Also sollte zumindest ein bisschen einschüchtern andere Leute, die unser Bett kaputt machen wollen. Okay. Und damit wir jetzt aber ein bisschen was von der Map hier erkunden auch mal, werde ich mich in die Mitte bewegen. Wir haben hier den optimalen Weg von Team Pink. So ist das optimal, meine Freunde. Auf einer Achtermap. Ach, jetzt beleidigt hier schon wieder eine Einheitshexer. Und immer aus meinem Team. Mensch, tut doch nicht sowas, Leute. Ihr wisst doch gar nicht, ob die hacken. Das finde ich auch immer so lustig in Aufnahmen von Paluten oder so, wie alle immer als Hacker beleidigen. Und dann, oh, es ist ja Paluten. Oh, es ist ja Sturmwaffel. Nee, da nehme ich jetzt alles zurück. Ach man, Leute. Das sind doch nicht, nur weil man ein bisschen mehr Skill hat als ein anderer, heißt es doch nicht, dass der andere direkt ein Hacker ist, Leute. Mensch. Es ist tatsächlich erst so, dass ich hier anscheinend der Erste bin, der ein Team ein Bett kaputt gemacht hat. Ist natürlich stark von mir. Hier spawnt auch... Junge! Wie krass diese Map ist. Hier spawnen einfach Eisen. Ohne Witz, diese Map ist ja mal mega geil. Dieser Ring außenrum auch. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemlich lange Folge wird. Und ich diesen Schwarzen hier erst vernichten muss. Bei aller Liebe, mein Lieber. Also bei allem... Ich glaube, er will mir es gerade geben. Aber ich hab leider keinen Bock da drauf. Ich lehne dankend ab. So, zack. Er will, glaube ich, gerade zu Team Pink rennen. Soll er machen. Wir kriegen ihn sowieso auf den Weg. Oh, er dachte, er kickt mich. Nee. Nicht mit mir, Fräulein. So. Okay, noch ein Bett ist kaputt gegangen. Alles cool, dass ich eben bemerkt habe, dass ich nicht im Aufnahmeraum war, aber mir immer noch keine Mühe gemacht habe, in den Aufnahmeraum zu gehen. Alter, Leute, hier spawnen so amazing viele Eisen, ey. Das, aber ich finde die Map mega cool. Jetzt geht's auch langsam los hier mit den Betten. Haben anscheinend alle so einen Startschuss gebraucht. Wir rennen hier einfach mal unseren Kreis und snacken uns das ganze Eisen so ein bisschen. Wo ist er? Ach da. Lol, er hatte kein Bett mehr. Also natürlich traurig, habe ich erstmal einen Kill abgestaubt. So muss das sein, meine Freunde. Der Schwarze ist auch noch da. Warum renne ich nicht einfach mal zu dem? Kann doch nicht schaden. Ist das schwarz? Das ist, glaube ich, orange, oder? Aber orange hat kein Bett mehr. Egal, dann mache ich. Dann mache ich den eben kaputt hier. So. Haben wir ihm einen schönen Sprungschlag gegeben. Alles klar, dann equippen wir uns erstmal in deren Base. Muss so, ne Leute? Muss so. 7er Brust. Zack, 3er Schwert habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Wenn, dann gönne ich mir jetzt einfach eins. Ne, hatte ich auch noch nicht. Dann gönnen wir uns natürlich auch noch ein bisschen Rüstung. Zack. Und ja, das reicht dann erstmal. Ach, guck mal, wir können so einen Bogen holen. Das Eisen nehmen wir hier auch noch mit, einfach damit die es nicht haben. Und dann gucken wir mal, ob wir die von hinten ein bisschen mit dem Bogen ärgern können. Weil die stehen da hinten, ja. Okay, beide sind tot. Passt natürlich auch. So, mal gucken. Vielleicht können wir... Ah, ne, grün steht da hinten mit dem Bogen. Lassen wir das. Lassen wir das, meine Freunde. Diese Map ist so riesig. Man findet hier sein Team hier fast nicht wieder. Das ist da hinten. Ach du Scheiße, ist die große, ohne Witz. Mega coole Map, muss ich sagen. Mega coole Map auch. Dass man die Teams so an den Flügeln erkennt, finde ich ziemlich stark. Hier portet sich irgendwo einer nach Hause. Nur sowas. Das gehört sich ja mal gar nicht, aber egal. Kann man nichts dran ändern. Okay, den lassen wir dann einfach mal von dannen ziehen, weil ich den eh nicht mehr bekomme. Ich habe halt nicht die Möglichkeit, den da so runter zu kicken. Das Bett deines Teams wurde abgebaut. Ja, wie ich das jetzt bewerten soll, das weiß ich natürlich nicht. Wo ist denn bitte Schwarz? Schwarz ist da. Wie hat er das gemacht? Ich bin der letzte Blaue, alles klar. Alles klar, super. Das ist spitze. Auf einer verkackten 8x4er Map.
Ja, jetzt kann ich eh alles in meinem Inventar behalten, was ich so ansammelt. Ist euch fast in dieses verkackte Loch gefallen, ey. So, das sollte schwarz sein. Dann rennen wir einfach mal rüber und gucken, ob wir irgendwas reißen können. Einer portet sich nach Hause. Das ist suboptimal. Meine Freunde, das ist echt suboptimal. Okay. Lol, da steht noch einer. Ach, komm schon. Dass der auch noch full equipped ist, ey, das ist ja echt. Ist ja echt ein bisschen witzlos. Schießt gar keiner? Doch, die schießt noch nicht, wollte schon sagen. Wäre ein bisschen blöd gewesen für die, wenn. Also, die wären ein bisschen blöd gewesen. Hätten sie nicht auf mich geschossen. So, cool, dass ich wieder komplett im Stich gelassen wurde. Auch von dem Teammate, wo ich dachte, dass er ein guter Teammate sei. Aber diese Map ist so groß, hier kann man sich auch einfach verstecken, ey. Ohne Witz, das ist so krass. Das ist einfach so krass. Und ich habe einen Ohrwurm von diesem Lied Cheerleader. Kennt ihr das? Ich denke schon, oder? Ich singe das jetzt mal nicht vor, weil ich nicht singen will. Aber ich denke schon, dass ihr das kennt. Oh Mann. Ich spawn auch einfach so viele Sachen. Ich habe jetzt einfach schon 2 Stacks Eisen, ja. In 11 Minuten. Ist krass. Spawnt hier alles in dem Shirt-Tiering. Ja, zu schwarz weiß ich nicht, wie ich da hin soll, ehrlich gesagt. Alter, ich habe eine Idee. Alter, ich habe eine Idee. Ja, zu schwarz weiß ich nicht, wie ich da hin soll, ehrlich gesagt. Alter, ich habe eine Idee. Das ist jetzt bitter. Das war echt nicht stark, Torm. Aber egal, ich kann ja trotzdem meine Bewertung zu dieser Map sagen. Ist ja nicht schlimm, dass ich nicht gewonnen habe. Man kann nicht immer alles haben. Mein Team war halt nur noch zu zweit mit mir. Dann kam Schwarzer und dachte sich, gechillt. Ja, ich mach mal deren Map kaputt. Aber egal. So, meine Bewertung zu dieser Map. Ich finde sie mega cool. Man müsste halt mit einem Vierer-Team spielen, was sich wirklich abspricht, weil diese Map einfach so riesig ist. Man kriegt hier überhaupt gar nichts mit. Und ja, also sie ist richtig riesig, Leute. Sie ist richtig riesig. Aber ich finde sie ziemlich cool, auch die Drachen hier oben. Alter, diese hier mit so Redstone-Lampen, Alter, im Dunkeln sieht das bestimmt auch so mega cool. Ups, da cool aus. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und wenn euch die Map gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Map gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Morgen um 14 Uhr mit dem sogenannten Achievement Hunter mit mir und Tobi. Dann würde ich sagen, lasst die positive Bewertung da, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein und tschüss.